Jeder Häuselbauer kennt ihn, den Erdhaufen, wenn der Keller ausgehoben wurde. Jede Baufirma kennt ihn, den Erdhaufen auf der Baustelle. In dieser Folge von 3 Minuten Umweltrecht wollen wir uns genau diesem Erdhaufen aus rechtlicher Sicht ein bisschen annähern. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander, ich bin Rechtsanwalt bei der Umwelt- und Vergaberechtskanzlei Niederhuber und Partner mit Sitz in Wien und in Salzburg. Warum ist der Erdhaufen relevant, rechtlich relevant? Nun, bei Erdaushub, bei Baurestmassen, bei Abbruchmaterial, bei Bodenaushub oder bei größeren Baustellen, zum Beispiel bei Tunnelausbruchmaterial, handelt es sich rechtlich um Abfall im Sinne des Abfallwirtschaftsgesetzes. Das Abfallwirtschaftsgesetz regelt aber gleichzeitig auch, wie mit diesem Abfall umzugehen ist. Ich brauche unter Umständen nämlich eine Bewilligung für das Lagern oder das Zwischenlagern von solchen Materialien. Warum brauche ich eine Bewilligung? Einerseits, weil es natürlich die gesetzlichen Vorgaben gibt. Andererseits gibt es seit in etwa 4 Jahren eine Judikaturlinie des Verwaltungsgerichtshofes, der sagt, immer dann, wenn ich nicht alle erforderlichen Bewilligungen, Nichtuntersagungen bzw. Anzeigen vorliegen habe für Abfall und Abfallzwischenlagerungen im Allgemeinen, dann wird unter Umständen der sogenannte Altlastensanierungs Beitrag, eine Abgabe fällig, die sich in der Größenordnung zwischen ungefähr 9 Euro und ungefähr 90 Euro pro Tonne bewegt. Das kann man sich jetzt ausrechnen, unter Umständen kann das teuer werden. Welche Bewilligungen brauche ich nun? Leicht ist es, wenn ich ein UVB-pflichtiges Projekt habe, weil mit einer UVB-Bewilligung wird alles mitbewilligt, was von dem Projekt, von dem konkreten Vorhaben umfasst ist, somit auch die Baustelle. Wenn ich nicht UVB-pflichtig bin, wird schon ein bisschen komplizierter. Der Haufen des Materials, das zwischengelagert werden soll, auch wenn es rechtlich Abfall ist, ist schlicht kein Bauwerk. Deswegen komme ich mit dem normalen Baurecht, mit den baurechtlichen Vorschriften üblicherweise nicht weiter. Bewilligungspflichten könnten entstehen nach dem Paragraph 32 Wasserrechtsgesetz, wenn es zu einer Grundwassergefährdung durch die Zwischenlagerung des Materials kommen kann. Dann muss ich mir von der Wasserrechtsbehörde eine entsprechende Bewilligung besorgen. Eine Anlage, ein eigenes Zwischenlager, wenn man so möchte, nach dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht oder nach dem Abfallwirtschaftsrecht an sich, scheidet aus. Eine Anlage muss immer etwas Ortsfestes und etwas Dauerhaftes sein und das ist ja bei Baustellen gerade nicht gegeben. Das heißt, außerhalb der UVB und ohne dass das Grundwasser beeinträchtigt sein könnte, könnte dieses Materialzwischenlager, dieses Abfallzwischenlager sogar bewilligungslos sein. Aufpassen muss man trotzdem, weil der Paragraph 15 Absatz 3 des Abfallwirtschaftsgesetzes sieht vor, dass Abfall nur in entweder genehmigten Anlagen, das heißt überall dort, wo ich eine Bewilligungspflicht habe, gelagert bzw. behandelt werden darf oder aber sonst an geeigneten Orten. Was ein geeigneter Ort ist, ist schlussendlich eine Frage, die sachverständig zu lösen ist. Das bedeutet, wenn ich eine Baustelle plane, wenn ich ein Bauvorhaben umsetzen möchte und ich bin unterhalb der UVP-Schwelle, dann ist es üblicherweise sehr empfehlenswert, wenn man den einen oder anderen Gedanken darauf verschwendet, ob es sich bei dem Ort, wo ich dann den Keller, Bodenaushub sozusagen zwischenlagern möchte, um einen solchen geeigneten Ort handelt oder ob ich darüber hinaus vielleicht sogar eine Bewilligung brauche. Wenn ich das nicht mache, wenn ich sozusagen nicht alles ganz richtig und rechtlich korrekt mache, dann könnte mich unter Umständen auch als privater Häuselbauer die Pflicht zur Abgabe von Altlastensanierungsbeiträgen eben zwischen 9 und ungefähr 90 Euro pro Tonne des zwischengelagerten Aushubmaterials führen.